Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch mal was zeigen, und zwar ist das ein Sprintboard. Ich habe die Bauanleitung von der Seite von Kellersprinter, die übrigens auch fertige Boards haben, die natürlich viel, viel schicker aussehen als meins. Aber Vorteil beim Selbstgebauten ist halt, man baut was selber, und es ist auch, ich muss es leider sagen, es ist auch etwas günstiger, aber die Originalen von Rüdiger Barrow, die er selber baut, die sind wirklich schick. Also wenn ihr das nötige Kleingeld habt, dann schaut mal gerne rein. Er hat so kleine wie hier hinten, nur ein bisschen schicker. Und er hat aber auch ein durchgehend, hat auch durchgehende. Ich verlinke euch unten die Seite. Da bekommt ihr auch das Zubehör zum selber bauen. Ihr bekommt die Bauanleitung sowohl für das große XL als auch für das S-Sprintboard. Und ihr bekommt auch die Teile, die ihr braucht, um das zu bauen. Denn es besteht im Prinzip aus dickeren Holzplatten. Und jetzt weiß ich nicht, ob man es. Ach, kriege ich es da irgendwie? Wartet. Ja, super. Wartet mal. So, wie ihr seht, sind da so zwei so Bälle zwischen. Und so Gummipuffer, ich weiß nicht, ob ihr die gut erkennen könnt, hier, das hier, das sind so Gummipuffer, die auch mitgehen. Wofür ist ein Sprintboard? Also wer viel Indoor-Training gemacht hat, der weiß, man sitzt sehr statisch drauf, weil der Indoor-Trainer halt einfach steif ist. Und mit diesem Sprintboard könnt ihr eher dieses Straßenfahrfeeling simulieren. Ich zeige euch das mal hier, weil ihr seht, das wippt mit. Und je nachdem, wie viel Luftdruck ihr in den Bällen hier drinnen habt, wippt es stärker mit oder weniger stark mit. Das ist euch selbst überlassen, wie viel Luftdruck ihr da reinpumpt dann. Ihr müsst halt zusehen, dass das Ventil oben ist, damit ihr den auch immer noch mal ausgleichen könnt. Und ihr müsst darauf achten, dass das Ganze später in der Waage ist. Ein Rollentrainer ist ja nicht immer, dass er den Schwerpunkt genau in der Mitte hat, genau wie das Fahrrad. Das hatten wir durch die ganzen Anbauten hier. Ist auch rechts schwerer als links. Und von daher ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr den Luftdruck reinpumpt, quasi euch eine Wasserwaage draufstellt und die Bälle dann so ausrichtet, A, mit dem Luftdruck, den ihr möchtet. Also das heißt, dass ihr so viel oder so wenig Bewegung habt, wie ihr möchtet hier. Ihr seht, das ist sehr flexibel und es macht richtig Spaß, weil es ist viel entspannter mit einem Sprintboard zu fahren als ohne. Das muss ich wirklich sagen. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, habe gedacht, naja, ob das was bringt, aber es ist viel entspannter für die ganzen Knochen und für die Muskulatur. Man kann länger drauf fahren, man hat mehr das Gefühl, man fährt wie draußen auf der Straße, dadurch, dass man diese Kippelbewegung ein bisschen hat. Und ja, Training auf dem Rollentrainer macht damit mehr Spaß. Also bei mir ist es hier mit zwei Klettbändern rechts und links befestigt und es hält bombenfest. Ihr müsst halt auch sehen, dass ihr vorne die gleiche Höhe habt dann, sonst fahrt er immer bergab. Und ich habe hier noch so ein paar Tischkantenschoner dran gemacht, weil ich die Ecken nicht abgerundet habe und mir dann, nachdem ich mir das zweite Maschinenbein angeschlagen habe, gedacht habe, na, dann machen wir besser das drauf. Das alles zusammen mit dem ganzen Material, mit Holz, mit allem, hat um die 110, 120 Euro gekostet. Und ich finde, das ist eine echt gute Investition und es ist so entspannt, jetzt auf dem Rollentrainer zu fahren. Vielen Dank, Rüdiger, auch für deine Hilfe. Er steht mit Rat und Tat zur Seite, ist super sympathisch und hat in seinem Shop auch alles Mögliche, was ihr zum Radfahren braucht, auch Rollentrainer und Zubehör und, und. Schaut auf seiner Seite vorbei. Ich verlinke euch unten die Seite und ich verlinke euch unten auch die Bauanleitung, sowohl für den kleinen als auch für den großen, für das kleine als auch für das große Sprintboard. Und ja, in Zeiten von Corona, viel Spaß beim Bauen, bleibt gesund und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.